So Leute, ich mache mal wieder weiter und werde jetzt nach dem Tempel suchen. Wie ich schon in der letzten Folge, naja, da ist ja das Dorf komplett zerstört worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, und unsere Verlobte Ivy ist gestorben. Ja, tragische Geschichte. Will mich hier jemand angreifen? Oh, hat mir geschossen. Goblins ist Käferfresserstamm. Sie können nicht mal. Mein Verlobter ist gerade gestorben. Also. Und ein Krieger. Oh, da ist ein Krieger hier. Einfach ausweichen. Ich glaube, ich mach die gleich mal kalt. Ich glaube nämlich nicht, dass sie nachspawnen. Außerdem schaffe ich ihre Kohle. Ja. Und ihre Goblin-Keulen. Vielleicht kann man die irgendwie verticken hier bald. Wer hat das Gefühl nicht los, dass man die alle verticken kann? Wäre das sonst ziemlich sinnlos, wenn man mehrere Waffen desselben Typs kriegt, die dazu noch sehr schwach sind. Goblin-Keule aufheben. Oh, da war doch irgendwas am Wegesrand. Thymian. Interesting. Ich glaube, ich mache mal den Schnellspeicher mal, bevor ich da reingehe. Ich weiß, ob wir da auch noch aufgehalten werden. Und immer dieser Regen. Jetzt hat es ja noch gar nicht geregnet, aber hier regnet es echt übel. Och nö, jetzt werden wir doch aufgehalten. Hey, ich kenne dich nicht. Wie bist du hierher gekommen? Mit dem Boot von Fischir. Und das soll ich dir glauben. Schau runter zum Strand, da liegt das Boot. Ich lass dich durch, aber mach bloß keinen Ärger, sonst bekommst du es mit uns Holzfällern zu tun. Der Türsteher, der Klassiker. Okay. Ich suche Daranes. Wo finde ich ihn? Im Schankraum oder auf seinem Zimmer. Frag am besten mal Murdra. Die weiß bestimmt, wo er steckt. Murdra? Die Wirtin hier. Geh einfach rein, du wirst sie schon finden. Okay. Tu ich das einfach mal. Nettes Bild hier oben. Übrigens. So als würde ich mir auch gerne ins Zimmer hängen. Erst das hier. Stalljunge. Ob der wohl sauer ist, wenn ich ihm seine Tiere umbringe? Was ist das denn hier? Nur so vom Bug, dass ich hier nicht mal in so ein blödes Stallding reinkomme. Ja, hier kann ich rein. Oh, vielen Dank, dass Sie mich zum Essen einladen, Herr Ochse. So, vielen Dank. Was ist das? Brenn ich oder so? Nein, ich brenne nicht. Wer ist das denn? Oh. Du Mörder! Das war Modras Lieblingsochse! Sie bringt mich um, sie bringt mich um! Ich hatte Hunger, Mann. Junge, willst du aufmachen? Nicht witzig. Und übrigens, zieh dir mal was Anständiges an. Guck dich doch mal an, Junge, ey. Kann der doch nicht rumlaufen. Wie alt ist der? 15? Dem Alter kann man doch nicht in so einem Kram rumlaufen. Heute ist hier nicht Maskenball, du. Das geht nicht. Okay, wo finde ich jetzt den Fisch? Wo ist der Zauberknecht?
Modra gehe ich nachher mal. Schon auch irgendwas zu wollen. Warum leckt das wieder so übel? So. Ach, das ist der. Aber erstmal werde ich noch gucken, ob der irgendwas dabei hat, was wertvoll ist. Hallo, Herr Zauberer. Nimm kurz dein ganzes Essen weg und dein ganzes Geld und so, ne? Also, du hast da nichts gegen, oder? Ich sag doch, wir schweigen zu. Wie kann ich dir helfen? Will er damit behaupten, dass ich krank bin oder so? Warte. Lord Dominique erkannte, dass er alle, die auf Ergan lebten, Adanum sich huldigten, während er, wie alle Paladine Inos, für den höchsten Gott hielt. Was? Und so ließ er eine größere Zahl Sonne versteckte sie eigenhändig. Ach so, man soll so komische Statuen Innos suchen. Behalten tue ich es einfach. Der Orden des Hasses. Lesen wir es dann mal durch, wenn ich Zeit habe. Ne, ich lese es einfach nicht. Bist du Daranis? Der bin ich. Was willst du? Ich bin auf der Suche nach einem uralten Tempel hier im Gebirge. Ja, von einem Tempel dort oben habe ich gehört. Wo finde ich ihn? Keine Ahnung, aber in der Burg beim Silbersee gibt es ein Archiv mit alten Landkarten. Wenn du irgendwo einen Hinweis auf den Tempel findest, dann dort. Wie komme ich zum Silbersee? Im Augenblick gar nicht. Räuber halten die Brücke nach Stuark besetzt. Die Leute hier schmieden Pläne gegen die Räuber. Gewinn ihr Vertrauen, vielleicht helfen sie dir. Gut, das könnte ich machen. Wer schmiedet Pläne gegen die Räuber? Murdra, die Wirtin hier, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, Rauter hat auch einen Plan. Rauter? Ein Gildenkämpfer, er war eben noch bei mir. Hat vage Andeutungen gemacht über geheime Verhandlungen mit einem Teil der Räuber. Wo ist Rauter jetzt? Wollte zu einem alten setarifischen Wachturm gehen, der im Süden von hier am Strand steht. Aha. Ach so, das könnte interessant werden. Was machst du hier? Ich dachte, Magier hocken den ganzen Tag in einem Kloster. Einige tun das tatsächlich. Ich allerdings bin in Großmeister Miltons Auftrag unterwegs. Er hat großes Interesse an den uralten Steinkreisen bekundet, die über ganz Argan verteilt sind. Und? Hast du etwas über die Steinkreise herausgefunden? Bisher nur, dass sie mich noch in den Wahnsinn treiben. Der Großmeister hat einen Weg entdeckt, ihre Macht zu wecken. Aber alle Kreise, die ich bislang gefunden habe, sperren sich gegen meine Magie. Ich habe den Verdacht, dass mir jemand zuvorgekommen ist. Was passiert, wenn man einen Steinkreis weckt? Anscheinend sind die Kreise miteinander verbunden. Ach, Schnellreise. Hat man erst einmal eine Bindung zu einem der Kreise hergestellt, kann man augenblicklich von einem anderen Kreis zu ihm zurückreisen.
Wir haben mit zwei Kreisen in Zornjara experimentiert. Hier tut sich aber nichts. Wenn du neugierig bist, nicht unweit der gespaltenen Jungfrau liegt einer. Okay, ich guck mir den vielleicht in einer anderen Folge mal an. Oder vielleicht noch in dieser, ich weiß es nicht. Das nachher mit dem Folgenschneiden mache. Und wann welche Folge endet oder anfängt.